Moin Leute, willkommen zu diesem neuen Video, ein tatsächlich sehr nachgefragtes Video. Zwar handelt es sich jetzt hier um das Video zu meinen Winterjacken-Empfehlungen. Nachdem ich jetzt ein Video gemacht habe zu meinen Hoodie-Empfehlungen, nachdem ich jetzt ein Video gemacht habe zu meinen Cargo-Hosen-Empfehlungen, kommt jetzt ein Video zu meinen Winterjacken. Diesmal auch, wie bei den letzten Videos, wirklich runterkondensiert auf die paar Winterjacken, die ich wirklich vom Herzen empfehlen kann, wo ich sagen kann, ey, die habe ich selber schon mal angehabt, die habe ich bei Freunden gesehen, die habe ich selber oder die finde ich einfach wirklich sehr cool. So, dass ihr auch wirklich eine Empfehlung habt. Ich möchte euch jetzt nicht einfach 20 Jacken, alle möglichen, die ich finde, raussuchen und mit Links in die Beschreibung ballern und euch hier ein Video zuspammen mit Jacken. Und letztendlich wisst ihr gar nicht so, okay, ist das wirklich welche für mich, wirklich was für mich, sondern ich droppe da wirklich einfach meine Erfahrungen mit den Jacken, mit denen ich bisher so in Berührung gekommen bin. Ja, I don't know. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Hier seht ihr jetzt einmal die erste Jacke und ihr seht schon, es ist eine Pufferjacket. Auch wenn ich mich persönlich und ich glaube viele andere auch sich so ein bisschen an diesen ganzen Pufferjackets satt gesehen haben, ich finde, es ist trotzdem irgendwie doch noch eine coole Jacke oder generell einfach so eine coole Jackenform. Und es gibt auch wirklich nicht so viele coole Alternativen, wo ich jetzt gesagt habe, ey, das wäre wirklich, das wäre was für mich. Das wäre eine Alternative, die würde ich wirklich kaufen. Dementsprechend in diesem Video auch viele Pufferjacken. Einfach weil sie im wirklichen Winter dann auch tatsächlich warm halten. Collegejacken, Flanelljacken, alles mögliche, auch cool, aber halten natürlich eben wirklich für die kalten Tage nicht warm. Dementsprechend habe ich mir jetzt hier eine Jacke rausgesucht von H&M, 50 Euro. Einfach wer jetzt sagt, ey, ich brauche noch eine Winterjacke, möchte jetzt nicht unnormal viel Geld ausgeben, kauf mir lieber einfach so eine billige Pufferjacket und dazu dann noch eine Collegejacke, noch ein Flanell oder sowas. Und ich meine, in Deutschland sind die Winter jetzt auch nicht so heftig, kann man dann einfach für die wirklich kalten Tage mal eben diese Pufferjacket anziehen. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz coole Idee oder eine ganz gute Taktik. Einfach, wenn man sich jetzt denkt, Alter, ich möchte mir jetzt nicht irgendwie schon wieder viel Geld eine Pufferjacket holen und das ist irgendwie auch ausgelutscht, dann lieber vielleicht eine günstige Variante und dafür dann noch das Geld, was man noch über hat, ausgeben für Flanelljacken, für Collegejacken. Um auch da kurz noch ein bisschen drauf einzugehen, Stichwort Flanelljacken, einfach nur ganz kurz, weil es nicht unbedingt wirklich Winterjacken sind. Ich kann euch Flanelljacken von Peso, von LFDY oder auch von Rootatoo empfehlen, fällt mir jetzt so spontan ein. Bei Collegejacken, die ich im Moment auch wirklich sehr cool finde, kenne ich leider keine richtig günstigen Alternativen. Die von 6PM finde ich sehr cool. Madison, das ist die Marke von Gianni, der auch YouTube macht, Grüße gehen raus. Der bringt auch eine Collegejacke raus, die ich auch sehr cool finde. Und ansonsten ist auch ein Klassiker, den man, denke ich, kennt, Doncare. Die machen auch recht viele Collegejacken. Kosten allerdings alle auf jeden Fall so im Bereich 180 Euro, 200 Euro. Was natürlich nicht ganz wenig Geld ist. Naja, wie dem auch sei, meine erste Empfehlung, diese H&M-Jacke. Ich habe sie anprobiert im Laden, war recht zufrieden mit der. Die ist jetzt wirklich nicht ultra heftig und von der Qualität so ein absoluter Banger, wo man sagt, ey, die wird einen umhauen und die hält einen jetzt auch nicht super warm, aber ich denke, es ist vor allem für die deutschen Verhältnisse, was den Winter angeht, wirklich akzeptabel. Dementsprechend, das meine erste Empfehlung. So, nachdem ich jetzt 100 Jahre über die erste Jacke geredet habe, mache ich weiter mit der zweiten Jacke und das ist wirklich ein kompletter Klassiker und eigentlich, ich würde sagen, mit meine beste Empfehlung aus diesem Video. Und zwar handelt es sich hier um diese Winterjacke, die ich selber habe, die habe ich mir letztes Jahr gekauft. Und ich habe sie erstmalig vorgestellt im Video vor ungefähr einem Jahr. Ich mache jetzt nämlich tatsächlich schon seit einem Jahr YouTube, echt sehr crazy auf jeden Fall. Damals, vor allem die Thumbnails, eine große Katastrophe gewesen, aber ja, die habe ich immer noch, bin immer noch sehr zufrieden mit der. Ja, was gibt's großartig zu der zu sagen? Ich zeige euch hier einmal, die ist von Schott. Und ist einfach eine ganz normale Downjacke. Natürlich sehr stark orientiert an der The North Face Napze. Aber ich denke, das ist so dieses absolute Klassikmodell. Ich werde euch auch nochmal ein Fit-Video einblenden. Was gibt es sonst großartig zu der zu sagen? Die ist so ein bisschen matt, beziehungsweise hat so ein Stoffmaterial und nicht so ein Polyestermaterial. Also ist es auf jeden Fall, ja, sieht so mehr stoffig aus. Ich denke, man erkennt es so ein bisschen in der Kamera. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ansonsten, die hat normal zwei Taschen mit so geilem Vlies. Also ist auch wirklich jetzt nicht komplett billig. Noch mit Vlies drin, hält richtig schön warm und ist kuschelig für die Hände. Hier noch eine Innentasche mit Reißverschluss, falls man etwas Wichtiges aufbewahren möchte. Auch sehr cool immer. Hier auf der anderen Seite auch noch eine Tasche mit so einem
Knopf. Ansonsten, was gibt es dazu zu sagen? Ich habe mit 1,90 und 74 Kilogramm eine Size L. Ich glaube sogar, dass vielleicht eine Größe XL besser gewesen wäre, wobei mir diese Jacke auch trotzdem passt. Heißt, wer so ein bisschen enger, ein bisschen mehr cropped haben möchte, dann nimmt vielleicht eben einfach eure ganz normale Größe. Also ich habe in vielen Produkten eine Größe L, in einigen auch eine Größe XL. Und wer es ja eher so ein bisschen lockerer haben möchte, vielleicht auch so ein bisschen mehr normal, dann würde ich eben hier eine Größe XL bzw. eben eine Größe größer oder die normale Größe eben empfehlen. Ich hoffe, der Size Guide ist einigermaßen verständlich, was ich rüberbringen wollte. Ja, ansonsten, wie schon erwähnt, ganz normaler Stehkragen, hat hier sogar einen Reißverschluss. Also ich gehe davon aus, dass man da noch sogar eine Kapuze rausholen kann. Und ja, ansonsten eine ganz normale Jacke. Wo wir es auch gerade schon angesprochen haben, den Klassiker, den ich jetzt auch an der Stelle natürlich einmal droppen kann, für alle, die Interesse dran haben, ist die The North Face Nutze. Ja, ist ein absoluter Klassiker. Ich persönlich würde sie mir nicht kaufen, aus dem Grund, weil die Jacke einfach schon wirklich viel zu viele haben und das wäre mir persönlich dann doch zu basic einfach und wäre so ein bisschen, hat man sich schon satt gesehen, finde ich, vor allem eben an der The North Face Jacke. Aber trotzdem für 250 Euro, was definitiv ein stolzer Preis ist, kriegt man auch eine wirklich gute Qualität und eine wirklich gute Jacke und die kann man dann auch über mehrere Jahre tragen. Und wenn jemand sagt, ey, wirklich, das ist genau die Art von Pufferjacket, die ich haben möchte und das werde ich sicherlich auch noch fühlen, dann kann man, denke ich, auch das Investment wagen und sich so eine kaufen, vor allem, weil die auch im Preis relativ stabil sind. Heißt, da das Interesse eben groß an diesen Jacken ist, kann man die auch auf eBay Kleinanzeigen oder sowas für 150 bis 200 Euro auch wieder verkaufen nach dem Winter und hat dadurch dann gar keinen so großen Verlust gemacht eigentlich. Dann machen wir jetzt aber auch weiter mit ja etwas anderen Jacken und zwar einer Art von Jacke, die ich auch schon mir letztes Jahr eigentlich gerne gekauft hätte, gerne kaufen wollte und die ich auch schon in meinem letzten Video zu Winterjacken vorgestellt habe. Und zwar ist das so eine schwarz glänzende Jacke, so eine ja glänzend matte Jacke. Ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was ich meine. Ich werde natürlich Beispielbilder einblenden. Und zwar bin ich das erste Mal, glaube ich, auf den Geschmack von der gekommen oder wo ich die gesehen habe und ich mir dachte, ey, die ist cool. Ist man natürlich ganz klassisch, kennt man von diesen Moncler-Jacken. Und Ashraf hatte auch so eine ähnliche Jacke, die eben auch so schwarz glänzend war. Bild blende ich hier auch noch einmal ein, falls ich das finde. Und die fand ich auf jeden Fall ganz cool. So, lange habe ich gesucht. Irgendwann hat Justin auch diese Prada-Jacke, die auch so eine Lederoptik eigentlich hatte, vom Material her getragen, die ich auch wirklich nice fand, wo ich mir dachte, ey, die ist cool. Aber Prada natürlich wieder von dem Preis in einer anderen Welt, auf jeden Fall nicht in meiner Welt. Dementsprechend weiter gesucht und dann ab und an mal geguckt, letztens auch nochmal Richtung Sommer hingeschaut, ob ich mir jetzt schon mal günstig eine kaufe. Hab's letztendlich gelassen. Und habe mich jetzt dazu entschieden, mir vermutlich die Jacke von Router 2, die rauskommen soll, zu kaufen. Das ist nämlich genauso eine schwarz-matt glänzende Jacke. Bild wird hier eingeblendet. Das Release-Datum steht noch nicht ganz genau fest, weiß ich, soll auf jeden Fall in der nächsten Kollektion kommen. Dementsprechend muss man sich noch ein bisschen gedulden. Aber ich denke, das Warten lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist auch ein sehr exklusives Piece. Ich glaube, da gibt es nur 250 Stück von. Dementsprechend, wer irgendwie sowas haben will, ist da, denke ich, ganz gut bedient. Auch sehr cool bei der von Router 2 ist, dass sie keinen so einen hohen Stehkragen hat. Finde ich, zum einen sieht immer stylisch aus, aber ist auch nervig. Nämlich immer dann, wenn man einen Hoodie trägt, dann ist die Kapuze entweder so richtig blöd darunter und dann drückt das und ist irgendwie nervig. Oder die hängt so oben raus und dann sieht das auch komisch aus. Dementsprechend, falls man wirklich ein Hoodie-Träger ist, so wie ich zum Beispiel, oft Hoodies trägt, der ist, denke ich, auch mit dieser Router 2-Jacke gut bedient. Ansonsten gibt es auch noch so eine schwarz glänzende von 6PM, die hat Ashraf letztens geleakt und soll auch in der nächsten Kollektion rauskommen. Finde ich auch sehr cool. Ich bin auch ein bisschen am Überlegen, welche ich mir davon kaufe, aber vermutlich wird es aus eben benannten Grund die von Router 2. Ja, das wäre so meine Empfehlung. Wäre so eine etwas auffälligere oder eine etwas nochmal andere Pufferjacket haben möchte als diese wirklich ganz, ganz standardmäßige. Kommen wir dann zu diesen Jacken, die so Erdtöne haben, die so ein bisschen einen Vintage-Look haben, die so ausgewaschen aussehen, die finde ich auch wirklich sehr cool sind. Der Klassiker schlechthin wäre da natürlich jetzt die Peso-Jacket, die sehr gehypt ist, auch sold out ist und ich glaube auf eBay Kleinanzeigen für 300 bis 400 Euro
zu kaufen ist, was definitiv ein stolzer Preis ist. Nichtsdestotrotz denke ich, ist die Jacke wirklich cool. Also die Cargo-Taschen, finde ich, insgesamt haben alle wirklich einen coolen Look. Die ist auch sehr cropped, was ich auch, finde ich, nice finde vom Fit her. Dementsprechend insgesamt würde ich auch da sagen, ist eine geile Jacke. Ansonsten, wer vor allem nicht das Geld bezahlen möchte, irgendwie 300, 400 Euro, auch nicht so geil, könnte sich auch bei LFDY umschauen. Die, finde ich, haben auch ganz coole Puffer-Jackets jetzt, die rauskommen sollen. Ich glaube, die Kollektion soll noch im Oktober kommen. Und ja, die finde ich insgesamt auch ganz nice. Gibt's in 4 Colorways, gab's so auch schon letztes Jahr in der Art. Und da habe ich auch von vielen gehört, dass sie insgesamt mit der Jacke zufrieden sind. Diesmal eben noch in so ein bisschen mehr Erdtönen oder eben auch so einem ausgewaschenen Wash-Black-Look. Finde ich insgesamt auf jeden Fall wirklich ganz cool. Und die, denke ich, machen auch auf jeden Fall solide Arbeit. Das war's dann auch schon fast für alle Rich Kids hier und für alle Leute, die sich so richtig, richtig für Fashion interessieren und dann eben auch so wirklich sehr exklusive Sachen sich kaufen. Die bisschen Designer-Fashion und so. Hätte ich noch was von Post Archive Faction. Ich hoffe, ich spreche die Brand richtig aus. Die haben nämlich auch so eine Puffer-Jacket, beziehungsweise sogar zwei Puffer-Jackets, die ich echt ganz cool finde, die einen sehr individuellen Look haben und auf jeden Fall nochmal so, ja, so ein bisschen Designer-Feeling haben. Kostenpunkt da bei 1200 Dollar, auf jeden Fall, ja, ne, ist auf jeden Fall was, also das ja, haut schon rein. Ist dementsprechend auch nichts für mich. Ich finde die beiden Puffer-Jackets auf jeden Fall sehr cool, haben einen sehr coolen Look. Mein Favorit ist diese hier. Ich blende euch hier auch einmal ein Fit-Video ein von einem YouTuber und ich muss sagen, insgesamt, ey, ist eine wirklich sehr, sehr coole Jacket insgesamt. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen meinen Main Point, den ich rüberbringen wollte, verstanden. Einfach, dass ich persönlich auch finde, Puffer-Jackets teilweise echt ein bisschen insane. Ich habe eigentlich auch umgeguckt nach so Mantel-mäßig, irgendwie nach so Parkas oder so, aber insgesamt irgendwie nicht so richtig was Cooles gefunden. Dementsprechend das auch, was ich persönlich machen werde. Ich habe mir hier eine ganz normale Puffer-Jacket, keine heftige, aber die wirklich warm hält. Auch meine Empfehlung, eben diese Shot-Puffer-Jacket. Und ansonsten werde ich mir noch eine schwarz glänzende zulegen in so einer Art Lederoptik von Rootatoo. Und ansonsten auch einfach für die Tage oder für die etwas milderen Wintertage vielleicht ab und an einfach mal ein Flanell rocken oder irgendwie, ja, eine College-Jacke oder so. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine ganz coole Idee, jetzt nicht in irgendein High-Piece zu investieren, sondern vielleicht sich ein, zwei günstigere Sachen zuzulegen. Ja, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mich gerne unterstützen mit einem Like oder einem Abo, falls ihr auch mehr von mir sehen wollt. Ich werde mir, wie gesagt, ein paar Sachen auch noch koppen jetzt und das natürlich in zukünftigen LPUs immer vorstellen. Heißt, wenn ihr da up-to-date sein wollt, abonnieren, gerne mich unterstützen mit einem Like. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß mit euren Winterjacken und haut rein!